Warum beginnt Luigi jedes Video jetzt noch mit Pennen? Ich glaube, er hat auch keinen Bock mehr. Guten Tag, meine Leute, willkommen zurück zu Super Luigi Galaxy! Jetzt kommen die letzten drei Liga-Münzen-Missionen. Als erstes die Höhlenverlies-Galaxie. Lila Münzen auf dem Geisterschiff! So. Diese Mission. Was kann ich über die sagen? Es ist eine Schwimmmission. Also, das ist schon mal etwas, was ich sagen kann. Diese Münze ist arschig, weil man sieht die nicht. Das ist toll. Nicht toll. Sind da unten welche? Ich weiß es nicht. Ja, da unten sind welche. Also man muss wirklich hinter sich hier mal schauen, um die auch einzusammeln. Weil sonst fragt man sich, oh, wo sind die letzten? Also ja, immer auf die aufpassen. Diese Mission ist nur limitiert auf die Area mit diesem Geisterschiff. Plus das. Aber trotzdem sind NPCs, also Toads, oh ja, die beiden sind auch blöd, außerhalb dieser Area, also dort, wo man normalerweise eine Mission anfängt in dieser Galaxie. Und die sagen irgendwie, hier sind, konnten hier keine lila Münzen finden oder irgend sowas. Ich weiß nicht, warum die dort sind, weil man kann dort nur mit Hex rüber, aber sie sind da. Es ist seltsam, aber okay. Ich glaube nicht, dass in den Boxen welche sind, aber. Na, das sind Boos. Das ist scheiße. Hat das geklappt? Oh mein Gott, das habe ich ja noch nie ausprobiert. Sein Licht ist anscheinend stark genug, um einen Geist zu killen. Und dann hat er noch immer Angst vor. Oh mein Gott, das ist toll. Das ist ja was. Das ist ja was Unglaubliches. Das habe ich ja noch nie ausprobiert. What the fuck? Das ist amazing. Wow. Das ist cool. Okay. So. Also ja, diese Mission ist einfach nur nervig, weil es einfach Unterwassersterne gibt. Und die Schwimmkontrolle ist gut, aber nicht eine, wo ich wirklich Präzision schwimmen würde wollen. Majora's Mask hat's da besser. Aber okay. Whatever. So. Dann gehen wir mal aufs Schiff rauf, würde ich sagen, und holen uns dort mal welche. Ja. Let's do that. Na, der hat Spaß. So. Collecting some coins. Wow, 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 wow. Okay. Kamera. Oh, du! Du Arschgesicht, was machst du da drüben? Weg. So. Ist darunter was? Kamera, geh unter das Wasser. Danke. Dann schauen wir mal. Okay, dort sind drei, die kann ich mir gleich mal holen. Ein Tipp unter Wasser, wenn man unter Wasser spinnt, gravitated man die lila Münzen zu sich, was ziemlich nützlich ist. Ist so ähnlich wie wenn man den roten Stern hat. Wie in der einen Mission, die wir gemacht haben mit dem roten Stern. Bläh. Ja. Okay, ich sollte da langsam mal hochgehen. Ich hab. Okay. Wow, wow, wow. Vorsicht, 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 nicht sterben. Danke. Okay. Wieder runter und die holen. So. Ist eigentlich relativ entspannend, weil die Musik einfach so. Sie ist spooky, aber auch chillig irgendwie. Ist nicht so actionreich oder irgend sowas wie alle anderen. Ist eher so ruhig. So chill. Na, whatever. So, dann machen wir dort mal weiter. So. Swimming. Swimming. Oh, dort sind viele. Okay. Holen wir uns mal die. Mit einem Schüttler kann man sich ganz einfach auch kurz aus dem Wasser rausholen, also das geht. Okay. Ja, dann holen wir euch. Wow. Okay. Okay. There we go. Und dort hinten sind auch welche. Hab ich gerade gesehen, oder? Oder? Da waren welche. Ich habe euch doch gesehen. Ah, da. Okay. So, dann holen wir euch mal.
Come on. What? Ich konnte hier kurz drauf. Okay. Interessant. Cool. So. Ich tauch mal unter. Da oben ist noch eine. Ich hab da was gesehen. Irgendwo da oben war eine, ich hab's gesehen. Ich bin nicht paranoid. Na, vielleicht schon, aber. Ahaha. Gut versteckt, Monsieur Münze. Aber nicht gut genug für mich. Okay. So, dann gehen wir wieder aufs Schiff rauf, weil warum nicht? Okay. Und dort sind noch ein paar. Bam. Bam. So. Warte mal, da ist ein Mann. Okay. Ist auf der anderen Seite auch eine von der Sorte? Nein? Okay. Dann halt nicht. Whatever. Okay. Zip. Wow. So. Dann die. Nein, kein Long Jump, Luigi. Gott, keine Stamp. Bleh. Bleh. Okay. Wow, das war tricky. Okay. Diese paar Münzen hier sind auch ein bisschen schwieriger, weil man muss dort irgendwie mit einem Backflip und dann einem Wandsprung und dann einem Spin an die rankommen. Die beiden sind ein bisschen trickiger als die anderen, aber es geht. So. Dann auf den Pole. Und da ist eine. Oh, zwei sogar. Cool. Okay. Get that. Turn around. Darüber. Okay. Komm schon. Nein! Don't! So. Okay. Get that. No. Warte. So. Whoop. So, die Frage ist, eine fehlt mir und. Ist immer so, eine fehlt mir dann am Schluss. Toll. Aber habe ich da gut. Ich glaube, ich hätte gut das gesehen. Oder nein? Ich glaube, ich werde schon paranoid. Oh Mann, jetzt geht das wieder los. Schön. Huh. Solche Momente hasse ich. Eine fehlt, und dann weiß ich nicht wo. Das ist voll das Blöde. Heieiei. Okay, schauen wir mal. Wenn ich eine Münze wäre, wo wäre ich dran? Na toll. Dort ist keine. Nicht dort drüben. Vielleicht. Ich will nicht unter Wasser. Mal schauen, weil ich glaube, da ist es nicht. Aber gut, schaue ich einfach nochmal. Oh. What the fuck? Wie habe ich dich übersehen? Was zur Hölle? Soll die Scheiße. Komm her. Wie konnte ich die übersehen? What the fuck? So, ja. Das ist ja dämlich. Naja. Passiert. So. Dann hoch. Okay. Nein, hoch. Danke. Goddammit. So. Und Star! Bam. Galaxie komplett. Bla. Bla. Okay. Gespeichert. Okay. Als nächstes. Feuereruptionen.
Die Ledermünzen im Feuerkessel. Yeah. Ein bisschen Feuer noch zum Schluss, ne? Ein bisschen finale Feuer muss sein, ne? Okay. So. Diese Mission kann ziemlich tricky werden, wenn man nicht weiß, wie man sich um jede Münze gut kümmern kann, weil manche sind ziemlich dickisch platziert. Also ja. Einfach aufpassen. Zum Beispiel die da vorne ist schon mal toll. Aber die geben einem gleich einen Max-Pilz und einen One-Up am Anfang, was ich sehr nett finde. Danke. Danke. Aber gut, das ist auch, glaube ich, ein bisschen eine Entschädigung für die ganzen Trick-Jumps, die man hier machen muss. Aber es ist nicht so schlimm, also ja. Einfach vorsichtig sein und ja, man sollte keine großen Probleme haben. Okay, Yep. Yeah. Und back. Yeah. Okay. Die drei sind schön. Wirklich. Die beiden auch. Muss ich ein bisschen Hin- und Hersprung machen, ne? Okay. What? Das war dämlich. Okay. Nun, so geht's auch. Ich muss sowieso doch mal dorthin. Okay. Das war ein schlechter Sprung. There we go. Und die zweite hole ich mir jetzt. Und dann gehe ich auf die andere Seite. Hört sich nach einem super Plan an. Yeah. Cool. Welchen Weg nehme ich? Ich glaube, ich nehme erstmal den. Und die. Ja, das ist jetzt auch lustig, weil auf den sinkenden Plattformen sind unter den Plattformen versteckt die Münzen jetzt. Das heißt, man muss die Plattform sinken lassen in die Lava und sein Leben riskieren, um die Münzen zu holen. Ja, ein bisschen tricky, ne? Also ja, da muss man ein bisschen Jumping und Spinning Action machen. Bei denen... Wow. Muss man sowas machen, weil es lustig ist. Okay. What, no, no, what the fuck? Okay, ich sehe nix. God damn it. Camera, why you hate me so much? Ah, schön. Jetzt mal. Fuck off. Wow, das war... Na und tschüss. So, ist das? Ich hab die Schnauze voll von dir. Stirb. Ich will da jetzt... Okay, von mir aus mach ich's einfach dort. Weil da oben ist noch eine... Yes! There we go. Die Kamera ist echt scheiße im Moment. Okay. So. Ne. Wir mal dort drüber. Da sind welche, das ist schön. Freut mich immer, wenn ich gleich mehrere hintereinander sehe, das weiß ich, das ist so awesome. So, das weg! Ist da unten was? Oh, okay. Hätte sein können. Hätte man was verstecken können. Okay. Jetzt haben wir ein paar. Okay. Get those. Und die da oben. Okay. Ich find's schön, dass ich mal ein bisschen aus der Gefahrenzone rauspinkert. Okay. Jetzt habe ich eine Wahl zwischen welchen Wegen. Kamera, hör auf. Hör auf, ich will das nicht sehen. So. Ich glaube, ich gehe erstmal runter. Wenn die Kamera kooperieren würde, meine Fresse. Wirklich, ich hasse das. Wow. Okay. Komm, hol. Ja. Okay. Dann die. Und jetzt gibt es wieder ein bisschen... Failen? Schön. So, wie wär's hiermit? Okay. So. Und da. Jupp. Und die paar. Wow. Was? Wie? Was? Hau, hau. Ha, 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 ha. Okay, ich weiß nicht, soll ich? Nein! God damn it. Fuck. Geht auch was nix. Okay. Dann gehe ich wieder dort drüber. Ja. Dann benutze ich den Launch. Da. Um dort auf den Vulkan zu kommen. Man. Wow, das war cool.
Okay, jetzt heißt es wieder Platforming. Yeah! Okay. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss in den Vulkan rein. Warte, welche sind? Yep. Oh mein Gott. Wow. So, und die letzten drei hole ich mir, indem ich da nicht reingehe. Perfekt! Da oben ist der Stern. Ha! Wow! Oh mein Gott. Don't do that. Luigi. What the hell? Luigi, don't! Fuck. Runde 2. Jetzt geht's hier aus. Jetzt. Ja. Okay, diesmal ein bisschen vorsichtiger sein hier. Okay. Up. Yeah. Und. Woo. Und jetzt. What the fuck? Nein! Kamera! Ich hasse dich, du scheiß Teil. Ich hasse die Kamera. Ja, die Kamera ist hier ziemlich schlecht. Ich glaube, ja, wow. Die Steuerung auch, ne? Was mache ich da? So, abwarten. Geduld. Fuck! Okay. So. Meine Fresse. Okay. Aber jetzt. Kamera, ich hasse dich ganz so sehr. Fuck off. Nun, das war dämlich. Aber gut. Alles komplett. So, speichern. Und... Kanonenflotte der Galaxie. Let's go. Die Ledermünzen der Raumflotte. Die schwerste der drei haben wir uns natürlich für den Schluss abgehalten, Herr Spiel. Nun, denkt, das ist so ungefähr dieselbe Mission wie auf der Kampffelsengalaxie, nur mit noch mehr Shit, der auf uns zufliegt, während wir die Münzen sammeln müssen. Schön, oder? Ja, wirklich. Also ja, hier gilt noch immer dasselbe Prinzip, verpasst keine Münze und ihr habt's. So. Die schlimmsten Sections für mich sind hier die Upside-Down-Sections, weil ich kann nicht so schnell rückwärts denken oder verkehrt rumdenken. Ich kann das einfach nicht, mein Kopf ist einfach zu schlecht für den Scheiß. Ja. Okay. Jetzt muss ein bisschen Serious Time hier für mich sein, ne? So, hoffe ich mal, dass ich das schaffe. Okay. Kurzer Break. Little bit of break. Okay. Dieser Fomp ist auch scheiße, weil auf dem sind ein paar Münzen. Okay. Das war eine ziemlich gute Fomp-Set, muss ich sagen. Okay. Und das. Oh, und Münzen. Bla bla la la. Da 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 da. Er hat mich getroffen, Luigi. So. Ha. Was auch nützlich ist, ist, wenn man nicht irgendwie Lanes wechselt. Mit Lanes meine ich jetzt einfach nach vorne oder zurück zu gehen. Man sollte einfach nur links, rechts gehen, weil sonst kann man einfach sich ganz leicht abfacken. Es sei denn, man muss wirklich links und rechts gehen, dann schon. Aber sonst sollte man ungefähr auf der Lane der Münze sein. Sonst kann man sich ziemlich leicht in den Arsch ficken. Okay, jump over there. Komm. Jupp. Eine noch und ich hoffe, die ist in dem Launch Star. Ich hoffe es. Autsch. Ja!
Das war gerade laut, glaube ich. Oh Gott. Das hat mich gefreut. Yes, sorry! Woohoo! Und damit haben wir alle 120 Sterne in Super Luigi Galaxy. Aber ich glaube, ich will noch einen. Ich weiß nicht. Noch einer wird sich sicher gut machen in meiner Sammlung. Aber speichern wir erstmal. Wir haben nun genügend Sternkraft, um in eine andere Welt zu reisen. Doch lass uns vorher die dir kostbare Person retten. Gehst du zum Zentrum des Universums? Ja, aber ich bringe euch nicht mit. Ihr habt es schon gesehen. Es ist dieselbe Stage, selbe Final Stage. Hat sich nichts verändert. Also sehen wir uns, nachdem ich das Spiel nochmal beendet habe. Bis gleich! Zurück am Titlescreen, weil warum nicht? So, wir haben gerade gesehen, die große finale Galaxie hat sich geöffnet. Und hier steht, wir haben es komplett geschafft, jetzt wirklich. Was ist diese große finale Galaxie? Nun, sie ist die größte Challenge, die ich jemals gehabt habe in meinem ganzen Leben. Die schwerste Mission ever. Ultimativ Final Destination. Es ist heftig. So, wir finden sie hier. Dieser Luma bringt uns dorthin. Willst du reisen? Große finale Galaxie. Los geht's! So. Willkommen zum Sternenstaubfest! Yep, das mit Challenge war gelogen. Ja, wir sind wieder am Anfang des Spiels, was wir nicht sehen konnten, weil ich mit Luigi angefangen habe. Well, whatever. Jetzt können wir wirklich hier die ganze Zeit rumlaufen und ja, hier sind lila Münzen, weil irgendwie mussten wir das zu einer Mission machen, wo man einen Stern kriegt. Ja, es ist einfach eine ganz kleine, chillige Mission für einen letzten Stern, um noch wirklich die 100% reinzudrücken. Ja, man kann jetzt mit allen hier reden und hören, was die zu sagen haben. Es sind ganz viele neue Charaktere dort, die wir auf unserem Abenteuer getroffen haben. Es ist ein netter Touch, es ist wirklich nichts Besonderes, was wirklich zu es wert wäre, die 100% zu kriegen, aber ich hätte sie sowieso gemacht, also... Luigi, hör dir das an! Wir haben so gute Arbeit geleistet, dass wir vom Suchtrupp zur Leibgarde befördert wurden. Mit mir als Leibgardenanführer wird Dima doch nur seine Finger auf Prinzessin Peach legen können. Sei es Pause oder Puhus, sie sollen nur kommen. Sagt der Typ, der nicht springen kann. die rösten da wieder was. Schön. Die einzige lila Münze in dieser Mission, die wirklich schwer unter Anführungszeichen zu finden ist, ist die da oben. Und ja, it's not difficult. Man kann die einfach nur übersehen, wenn man nicht aufpasst. Aber sonst ist es einfach eine ganz lineare Strecke und ja, yeah, einfach nur eine nette Touch. Und dieser Mail-Toad hat noch etwas für uns. Eine Mail! Luigi, ein Glückwunschbrief ist für dich angekommen. Nimmst du ihn an? Natürlich. Leider Gott, ich bin mir zustellen. Etwas stimmt nicht mit der Goddammit. Das ist das Problem, wenn man den Scheiß simuliert. Füge hier das Bild ein, was auf die Wii-Pinwand gepinnt wird. Weil es wird dann ein kleines Bildchen an die Wii-Pinwand gegeben. Und ja, es ist auch ein netter Touch. Also ja. Und damit sind alle Sterne gesammelt. Oder auch nicht. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Was meine ich mit einer fehlt noch? Nun,
Beenden wir mal das Spiel. Weil es ist Zeit, eine Pfeil. Oder nicht wirklich eine Pfeil, weil es ist dieselbe Pfeil. Nur, dass ich jetzt mal etwas anderes mache. Mario. Yep, Mario ist mal dran. Oh mein Gott, Sebeke, dass ich als der gespielt habe auf dieser Pfeil. Ja, ich habe nämlich diese Pfeil benutzt, um Luigi freizuschalten, privat, um auch gleich den Emulator zu testen. Und ja, wenn man mit Luigi alle 121 Sterne gesammelt hat und die große Finale-Galaxie freischaltet, hat man die auch auf Mario safe. Also mache ich das nochmal mit Mario. Weil warum nicht? Dass Mario ein bisschen Screentime kriegt in diesem Let's Play, ne? So ganz ausschließen wollen wir den ja nicht. So, dann machen wir das nochmal mit Mario, weil, warum nicht? Ein bisschen Spotlight sollte er doch schon kriegen, weil das ganze Let's Play über habe ich nur als Luigi gespielt, also ein bisschen Mario kann nicht schaden, ne? Oh ja. So. Ja, guten Abend, Todd. Ja, sonst gibt's eigentlich nichts mehr zu sagen, meine Gedanken zu Let's Play habe ich ja schon im finalen Part hergegeben. Ich könnte noch meine Gedanken zu den lila Münzen geben, aber es ist ein Bonus. Es sind Bonussachen, die man nicht wirklich machen muss. Aber es ist eine Challenge für die, die eine Challenge noch suchen unbedingt. Also, ja. Ja, ja, Mario, wir haben... Danke, danke. Hab ich doch schon vorgelesen, Junge. Geh weg. So. Ich glaube nicht, dass man irgendwie ins Wasser... Nee, kann man nicht. Also, ja. Man kann nicht wirklich so viel exploren hier, aber es ist einfach friedlich und toll, und ich mag's. Also ja, dann... Ich glaube, hier muss ich einen Triple Jump machen. Yeah. So. Dann holen wir mal die letzten paar lila Münzen und holen den letzten Stern im Spiel. Und obwohl ich den Brief nicht empfangen kann auf meine Pinnwand, ich irre ich trotzdem mit dem Tod, weil... Dann habe ich wenigstens irgendwo, wo ich das Bild einblenden kann. Ja. Weil Mario kriegt natürlich ein anderes Bild. Ja, ja, ein Glückwunschbrief. Nimmst du ihn an? Töllisch. Danke. Ja, whatever. Also ja. Man kann nicht ins Schloss... Also nicht näher zum Schloss gehen, was ich doof finde, aber okay. Ja, und damit... habe ich Super Mario Galaxy oder Super Luigi Galaxy zu 100% abgeschlossen. Ja. Nun... Das war definitiv ein großes Abenteuer. Eins meiner größten bis jetzt, wenn man Xenoblade nicht zählt, was ich nicht tue, weil es ist nie fertig geworden. Aber ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach zum Title-Screen, gucke nochmal auf meine wunderschöne Save-File und... Ja, dann verabschiede ich mich von euch. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, dieses Let's Play zu machen. Und ja, das war Super Mario Luigi Galaxy. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Oh ja, man kriegt jetzt so einen netten Sparkle um den Kopf rum, weil man es geschafft hat. Ist ein netter Touch. Yeah. 100%. Noch ein kleines Easter Egg, wenn man den Kopf schnell dreht, schließt er die Augen. Ja, I don't know why, but it happens. Ich kann noch kurz sagen, es gibt einen Zwei-Spieler-Modus, dann ist einfach ein zweiter Cursor am Bildschirm, der kann, ich glaube, Gegner festhalten, auch Sternteile schießen und aufsammeln. Es ist nichts wirklich etwas, wo man als zweiter Spieler wirklich sagen würde, ja, lass mich zweiter Spieler sein! Naja, es ist einfach eine kleine Sache, damit das Spiel ein bisschen cooperative ist. Also ich, was nicht wirklich cooperative ist, sondern einfach nur... Ja, es dauert wieder seinen Joystick ein bisschen rum. Naja, ja. Das war Super Luigi Galaxy. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Wir sehen uns beim nächsten großen Projekt. Oder bei einem Mega Man-Spiel. Ich glaube, X6 kommt als nächstes. Oh Mann, das wird lustig. Kann ich euch sagen, das war viel Arbeit. Freut euch darauf.
Bis dahin. Auf Wiedersehen.